migrieren die Menschen weltweit sind Frauen. Weltweit migrieren und flüchten mehr Frauen als Männer. Aufgrund der ungleichen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und dem ungleichen Zugang zu Ressourcen wird von einer Feminisierung der Arbeit gesprochen. Die Migrantinnen sind der Doppeldiskriminierung ausgesetzt, sowohl als Frauen und ebenso als Migrantinnen. Nur 10% arbeiten entsprechend ihren Qualifikationen in gesicherter Anstellung. Die Mehrheit Migrantinnen ist entweder vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder arbeitet unter ihren Qualifikationen oder ist in unsicheren Jobs angestellt. Sie werden oft in Branchen mit tiefen Löhnen beschäftigt, wie im Gastgewerbe, der Reinigung, die im Detailhandel und oder im privaten Haushalt. Außerdem werden Ausbildung und Diplome von Migrantinnen in der Schweiz häufig nicht anerkannt. Deshalb müssen wir viele qualifizierte Migrantinnen eine Arbeit, die unter ihrer Qualifikationen liegt, annehmen. Das müssen geändert werden. Die Frauen aus Drittstaaten reisen praktisch nur über den Familiennachzug legal ein und können sich hier aufhalten. Ihr Aufenthaltsstatus an der Verbleib beim Ehemann anknüpft. Das ist insbesondere problematisch für Frauen, die Gewalt in der Ehe ausgesetzt sind. Das muss geändert werden.